Also mich? Ich kann Sie hören. Wer ist denn da? Sarah Schrem von Fox Management. Ich hoffe, ich störe Sie momentan nicht. Haben Sie kurz Zeit? Ja, ich sitze im Garten. Was kann ich denn tun für Sie? Wissen Sie vielleicht, was geht? Bitte? Wissen Sie vielleicht schon, was es geht? Können Sie ein bisschen lauter sprechen, bitte? Ich höre nicht mehr so gut. Ich höre Sie sehr abgehakt, wirklich. Von wo rufen Sie denn an? Also warten Sie kurz, ich rufe Sie noch mal an. Ob das was hilft? Ist wieder Anruf aus Moskau, Freunde. Gucken, was Kratin sich wieder meldet. Da ist sie wieder. Hallo? Ja, hallo. Hören Sie mich jetzt besser? Ja, jetzt ist es besser. Wer ist denn da, bitte? Sarah Schrem von Fox Management. Sagst vom Fox? Fox Management. Was möchten Sie denn? Also es geht sich um Onlinehandel, das sind eine Finanz- und Termin. Es geht sich um Folgendes, sagt mein Freund der Paul immer. Welcher Freund denn? Der Paul. Welcher Paul? Das ist ein Freund von mir. Ich glaube, den kennen Sie nicht. Aber der sagt auch immer, es geht sich um Folgendes. Und dann erzählt er. Sie sind doch Herr Judas-Stimme, oder? Ja, ja, hier ist Computerstimme. Das ist mein Name. Können Sie mal Sie die Musik... Sie haben eine geile Stimme. Bitte? Dann sagen. Sie haben eine geile Stimme. Dankeschön. Wären Sie vielleicht so freundlich, mal die Musik da hinten auszumachen? Das ist sehr laut. Leider geht es nicht. Warum nicht? Das ist die Börse-Stimme. Ich bin bei der Arbeit normal. Es gibt ja Musik hier. Naja, bei meiner Arbeit gibt es keine Musik. Ja, sonst wäre eingeschlafen, oder? Herr Stimme. Also wenn Sie ohne Musik einschlafen, dann sind Sie nicht bei der richtigen Arbeit. Denken Sie. Ja, ja. Den ganzen Tag hier sitzen und anzurufen, Leute. Ja, ist doch spannend, wenn man was Gutes zu verkaufen hat. Ist das doch Adrenalin. Ja, das stimmt. Ja? Ich nehme mal an, Sie haben... Erfahrungen sind reich, oder? Was Handel angeht. Ich hab's schon mal probiert, aber das hat nicht so gut geklappt, ne? Wir haben schlechte Erfahrungen, oder wie? Da würde ich jetzt nicht sagen. Ich hab's wahrscheinlich falsch gemacht. Ich habe das selber probiert und deswegen wollte ich jetzt mit einer Agentur, also mit einer Firma, mit so einem Brokering arbeiten, ne? Dass ich das nicht selber machen muss. Ah, natürlich, Sie können wählen, ob Sie ein Robotrader möchten oder ein Poker. Was ist denn ein Robotrader? Das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Erstmal hören Sie das, oder wie? Ja, also es ist jetzt ein paar Jahre her, dass ich das mal probiert habe. Mit Dogecoin war das damals, aber das hat nicht geklappt. Ja. Ein vollautomatisiertes Prozess, also... Ein Robotrader ist ein Roboter, ja, er wird alles für Sie übernehmen. Verstehen? Ach, ist das hier so eine künstliche Intelligenz, oder? Genau. Das ist ja gut. Ja. Ach, das ist aber wirklich sehr laut bei Ihnen. Ich finde das sehr störend. Aber wo sind Sie momentan, wenn ich fragen darf? Nee, bei Ihnen ist das laut. Nein, ich habe Sie gefragt. Wo sind Sie momentan? Zu Hause. Sind Sie zu Hause? Ja. Okay, schauen Sie, weil wir momentan ein Angebot haben. Wir bieten Ihnen 100% Bonus von unserer Seite. Das heißt, Sie müssen nicht starten mit dem Eigenkapital, sondern es wird gehandelt mit dem Bonus. Weil Sie werden ja uns austesten, 2 Wochen lang nur mit dem Bonus, damit Sie bei uns besser kennenlernen und natürlich Vertrauen mit uns aufzubauen. Dazu, Sie werden auch einen kostenlosen Broker bekommen. Herr Judas Stimme, natürlich, wenn Sie möchten, Sie können auch den Robotrader wählen. Was ist denn besser? Es wäre besser natürlich mit einem Broker, mit einem Mensch zu sprechen, oder? Ja, das finde ich ja auch. Mit einem Roboter traden. Aber der Roboter ist schneller, oder? Ja, genau, normal. Das ja, was kann man denn so an Profit erwarten bei Ihnen? Was geht denn da so? Profit, wie viel? Fragezeichen, also Punkt. Die Gewinnmöglichkeiten sind zwischen 20% und 30% jedes Monat. Im Monat? Nicht, ein Millionär sein werden, Herr Stimme. Im Monat? Das ist eine ganze Menge. Ich hätte eher gedacht, so in einem Jahr oder so. Nein, im Monat. Also das heißt zum Beispiel, Sie anfangen mit der Minimumsumme von 200, Sie bekommen dazu noch den Bonus, noch 200 dazu. Also insgesamt, Sie werden 400 haben auf Ihr Konto. Aber das Kapital wird als Seite bleiben, als Deposit. Es wird nicht angefasst. Wir werden handeln nur mit dem Bonus, weil Sie werden ja uns austesten. Ja, genau. Das wäre dann ja also, der Plan. Aber das heißt, ich finde, 200 Euro ist ein bisschen wenig. 180. Ungefähr so. Also ich sage nicht, dass jetzt eine sehr schöne Summe
Herr Stimme. Was denn? Mit 200, Sie können ja nicht sehr viel verdienen jetzt. Nee, das weiß ich. Das habe ich ja gerade gesagt. Wenn Sie dann 100% Bonus geben, dann würde ich doch mehr machen. Lass mich starten. Weil Sie werden ja uns austesten. Ja. Also wenn es Ihnen passt, dann Sie können natürlich mehr investieren. Also starten Sie weiter. Mit wie viel Sie möchten oder starten Sie mit dem Betrag, das auf Deposit bleibt. Nö, also ich würde da, wenn Sie mir ein gutes Angebot machen, dann würde ich auch ein bisschen mehr investieren. Weil wenn Sie sagen, da gibt es 100% Bonus, das habe ich richtig verstanden, ne? Ja, genau. Genau. Sie bekommen das Doppelte. Bis zu welcher Summe ist das möglich? Also es gibt keine Grenzen. Das stimmt. Das ist gut. Sie möchten, natürlich. Das ist gut. Und Sie sagen also ungefähr 20% im Monat, ne? Genau, 20-30%. Das ist gut. Und wie zahlen Sie aus? Wie bitte? Wie zahlen Sie aus? Also ich kann Ihnen natürlich alles erklären. Haben Sie einen Rechner vielleicht? Ein Computer? Ja, natürlich. Okay, können Sie ins Google gehen? Ach, da muss ich erst mal kurz, ich bin ja gerade draußen, aber ich laufe da mal eben hin. Einen Moment bitte. Kein Problem, nehmen Sie ruhig Zeit. Was soll ich mitnehmen? Sie sind im Garten oder wie? Ja, ich war jetzt gerade im Garten. Okay, können Sie... Wir ziehen Flaschenkürbisse dieses Jahr. Die muss ich langsam ansetzen, ne? Ich gehe mal eben in mein Büro. So. Und den Google habe ich, offen. Was soll ich machen? Schreiben Sie F wie Friedrich. Ja. O wie Otto. Ja. X wie Xaver. Ja. M wie Martha. Ja. N wie Nordpol. Ja. G wie Gerald. Ja. T wie Theodor. Ja. .com. Ah, das ist ja Ihre Seite, ne? Ja, genau. Das ist unsere Seite. Sie haben es gefunden, oder? Sagen Sie mir, was Sie sehen. Ja, ja, ich habe das direkt gefunden, aber der lädt noch, weil die arbeiten hier. Ich habe jetzt gerade nur mobile Daten hier am Rechner. Das ist alles ein bisschen langsamer. Es muss mit einem Fuchs-Logo sein. Ist mit Orange. Ja, das, ich brauche noch einen Moment. Sie können das vielleicht auf Deutsch oder auf Englisch. Sie können das übersetzen. Ganz das brauche ich nicht. Ich kann das alles. Sie gehen auf Englisch, oder? Kein ja, Problem. Natürlich. Aber der Fuchs ist also ja süß, ne? Market, Handel und beste Tools für erfolgreichen Wir Handel. Wir haben also auf eine Kontaktnummer, wo Sie uns jederzeit erreichen können. Das ist gut. Jederzeit also. Ja. Sie haben ganz oben an der rechten Seite ein Benutzerkonto zu erstellen. Genau. Also ich nehme an, Sie sehen das, oder? Das kann ich sehen, ja. Also Sie können sich hier ein Konto erstellen. Ein Konto zu erstellen, es ist kostenlos bei uns. Sie füllen natürlich Ihre Informationen. Also zum Beispiel sind von Deutschland. Sie wählen Germany. Ja, das ist ja logisch. Genau. Hier, Sie wählen Bundesstaat. Wo sind Sie momentan? Also, ich bin in Bayern. Bayern sind Sie? Ja, in Emskirchen. Okay, Sie wählen Bayern. Ja. Name, Nachname, Telefonnummer. Ihre E-Mail-Adresse und Sie wählen ein Passwort. Also, es muss ein Passwort, genau. Ja, ja, ich mache ein Passwort, das ist kein Problem. Aber da wird ja nach einer Mobilnummer gefragt, dann trage ich die da mal ein. Wie bitte? Na, alles gut, ich rede so mehr oder weniger mit mir selber, weil ab und zu braucht man ja auch mal einen vernünftigen Gesprächspartner, ne? So, ich habe das jetzt alles eingetragen. Mhm. Jetzt ist hier unten bei Account Details. Was muss ich denn bei Account Type auswählen? Account? Ja. Ah, okay. Zum Beispiel, Sie fangen mit dem Minimumsumme, oder? Sie wählen Mikro-Euro. Nö, also ich hab gedacht, ich nehme mal 5.000. Ne? Wenn das so viel Bonus da gibt, dann lohnt sich das ja. Mit wie viel möchten Sie starten? 5.000. 5.000? Ja, hätte ich jetzt gesagt. Okay, also warten Sie kurz, dann, Herr Judas Stimme. Ja? Ich werde Sie kurz weiterleiten zu einem Experten. Dankeschön. Er wird Sie natürlich weiterhelfen. Ja, dann sage ich vielen Dank für Ihre Hilfe, ne? Okay, warten Sie kurz. Ja, schönen Tag noch. Hören Sie mich? Ich kann Sie hören. Aha, okay, warten Sie kurz. Ja, ich warte.
Frage ist nur, worauf? Hallo? Schönen guten Morgen. Hören Sie mich? Ich kann Sie hören. Mit wem habe ich denn die Ehre? Was für einen YouTube-Kanal haben Sie denn, der Herr, dass ich Ihnen das abonniere? Nochmal, was war die Frage? Was für einen YouTube-Kanal haben Sie, dass ich Ihnen das abonnieren kann? In Bayern bin ich. Oder was war die Frage? Ich habe es nicht verstanden. Sie? Ich höre Sie abgehackt. Ich kann Sie gut hören, aber ich habe die Frage nicht verstanden. Können Sie ein bisschen lauter sprechen? Ich meinte, was für einen YouTube-Kanal haben Sie? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Sie wissen nicht. Ja, Sie wissen sehr gut. Jude-Stimme, verpiss dich. Was hast du gesagt? Was bist du denn für ein... Ich glaube, das ist der erste Telefonbetrüger in einem Jahr, wo ich diesen Namen jetzt benutze. Gomp Juda Bindestrich Stimme, also Computerstimme, der das mal geschnallt hat. Schade, hätte ich doch lieber 200 Euro genommen, da hätte die Alte sich vielleicht noch ein bisschen länger mit mir unterhalten. Aber hey, wer liebt es nicht, wenn ein Chef sich die Mühe machen muss und dann zu merken, der wird verarscht. Geile Sache.